Die Plattform Berlin Alive als Solidaritätsprojekt aller Kulturinstitutionen in dieser Stadt zeigt ja dieses riesige Angebot. Das ist wahnsinnig. Und jetzt hier in der momentanen, nicht so glücklichen Zeit hat man dann die Möglichkeiten im Netz historische Aufnahmen von 1963, 1971, wenn ich an Peter Stein denke, bis hin zu dem Angebot, was wir heute ganz aktuell in den letzten Jahren aufgenommen haben. Das ist super, aber das ersetzt natürlich nicht das Live-Erlebnis der großen Oper, wie wir es hier auch an der Deutschen Oper haben, mit dem riesen Zuschauerraum, der großen Bühne, dem großen Orchester und dem großen Chor. Aber dieses Angebot als solche in der momentanen Zeit hilft uns darüber hinweg, bis wir wieder Theater live erleben werden.